vergessen worden. Wir wollen, dass dieser Stresstest, diese Simulation geprüft wird von einer neutralen Institution, Firma, nämlich von der schweizerischen Firma SMA. Über die können aber die anwesenden Schlichtungsteilnehmer besser Auskunft geben als ich. Wer möchte dazu was sagen? Also das ist eine objektive, unabhängige Firma, ich weiß gar nicht, ist es eine Wirtschaftsprüfungsfirma, ich weiß es überhaupt nicht. Jedenfalls ist diese Firma von beiden Seiten vorgeschlagen worden, deswegen habe ich da auch nicht mehr nachgefragt. Wollt jemand sagen? Wer sagt das? Also zunächst mal die Antwort auf die erste Frage, nämlich ob ich was zum Zeitplan sagen kann für diesen Stresstest. Das kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Wir müssen jetzt mal untersuchen, was für den Stresstest alles notwendig ist. Und die Simulationsrechnungen für einen kompletten Bahnknoten sind eine nicht unaufwendige Angelegenheit. Dort wird mit großen Computerprogrammen unter bestimmten Annahmen durchgespielt, welche Fahrpläne und welche Zugreihungen beispielsweise möglich sind. Das Ganze ist ein durchaus aufwendigeres Verfahren. Hochkomplex und ein Verfahren, an dem Mathematiker beteiligt sind. Ich sage das mit einem leichten Grinsen, weil Herr Palme ja Mathematiker ist. Und wir werden in den nächsten Tagen und wenigen Wochen analysieren, wie gesagt, wie dieses Verfahren aussehen soll und